Sandro Zurkirchen, was für eine Geschichte. 10. Oktober, der letzte Handkampf, jetzt am 24. Januar wieder, gerade ein Shutout. Ich meine, wie muss sich das anfühlen, Ihrer Person, nach so einer schwierigen Zeit, die ihr gehabt? Ja, sehr glücklich natürlich, dass es so rausgekommen ist. Es war nicht ein einfacher Match von Anfang an. Haben sie recht viel Druck gemacht, haben einen guten Gegenkipp gehabt. Und wir haben, glaube die entscheidenden Battles vor dem Goal haben wir heute können gewinnen, damit sie nicht einfach einschiessen können. Eben, aber auch dank euch. Ihr seid jetzt eigentlich die Mannschaft zurückgekommen, wo es jetzt momentan nicht so gut läuft in der letzten Partie. Trotzdem, wie habt ihr gemerkt von der Stimmung her? Wie läuft es? Was hätte das vielleicht gerade heute auslösen können, so einen knappen Sieg? Die Stimmung war immer schon gut gewesen, auch vorher, wo wir viel verloren haben. Wir wussten, was das liegt und gleich haben wir es irgendwie nicht umsetzen. Aber wir haben hart daran gearbeitet und heute ist vieles über den Kampf gegangen. Ich glaube, es war nicht das schönes Spiel von uns, aber wichtige 3 Punkte. Und aus sicher Sicht, so von hinten her, das ist vielleicht der nächste Schritt, was der nächste nicht nur mit dem Kampf ist, sondern vielleicht, also schön ist immer ein gutes Wort, dass es vielleicht ein bisschen besser laufen wird. Ja. Ich glaube, wir haben viele Sachen, die im Spiel im Moment nicht zusammenhängen. Viel passiert auf Glück oder auch Pech mit blöden Scheibenverlust, kleine Fehler, die den Gegner immer wieder Aufwind geben. Und das müssen wir sicher abstellen. Ja, Rappi hat es uns sehr schwer gemacht. Sie haben gewusst, wir spielen vielleicht mit weniger Confidence im Moment. Und sind gekommen, sind viel mit 2 Mann vorchecken. Und mit dem haben wir extrem Mühe gehabt. Trotzdem danke eben für die Gratulation für den Sieg. Und schön, dass ihr zurück seid. Merci vielmals. Danke. Danke.